Hallo. Oh. Entschuldigung, kleiner Scherz von mir. Sie suchen sich gerade wahrscheinlich ein Parfum aus, richtig? Richtig, genau. Da bin ich genau Ihr Mann. Nennen Sie mich Winnie, benutzen Sie mich genau dafür, sagen Sie mir, was Sie brauchen. Ich habe hier was ganz Tolles Neues. Riechen Sie mal ganz kurz. Machen Sie mal hier ein bisschen. Ich bräuchte. Olfaktorisch finde ich ein Genuss. Okay. Nicht in die Augen kriegen, das ist, ja, ne, ist nicht für die Augen. Ist kein Augenwässerchen, ist ein Körperwässerchen. Ne? La Relativité Noire heißt das, die schwarze Relativität. Ich weiß nicht, ob das mit der Relativitätstheorie zu tun hat, von Dings hier, von, wie heißt der noch, der die er entdeckt hat? Ach, kommen Sie. Ich muss immer ein bisschen laufen, dann fällt es mir ein. Warten Sie. Haben Sie es? Nee. Nein. Albert Einstein, jetzt habe ich es. Albert Einstein, der hat die entdeckt. Ja, okay. Ja, ich bin eigentlich auch nur hobbymäßig hier. Ja. Ich bin Make-up-Artist. Okay. Ja, ich mache eigentlich so Filmberatung und so. Ne? Ja. Und, passen auf, ich komme immer sonst erzählen. Sie sind so ein sympathischer Mensch, deswegen habe ich einfach das Bedürfnis, jetzt zu erzählen. Ich habe zum Beispiel Filmberatung jetzt angefangen und habe auch letztens einen Film gesehen, wo ich dachte, da hätten die mich direkt anfragen sollen, das Leben der anderen. Wissen Sie? Da habe ich mich gefragt, was soll das denn? Ganz ehrlich, die sind alle traurig, die sind alle grau, die haben irgendwie keinen Spaß am Leben. Wir wissen, worum es in dem Film geht. DDR, Stasi und genau. Ja, genau richtig. Und es ist einfach so, Sie können mir nicht erzählen, als wenn es in der DDR keine Chanel-Lippenstifte oder einen Rouge von Dior gegeben hat. Natürlich gab es das da, das muss man doch auch verwenden. Da kann man die Leute doch nicht so grau aussehen lassen. Sie gucken auf die Uhr, ich muss auch gleich los. Ich habe gleich nämlich einen Termin mit jemandem. Ach, ich verrate sie nicht. Das würde angeberisch wirken. Ist Ihnen Ökologie wichtig beim Duft? Ist immer wichtig, ja. Ist immer wichtig, das stimmt. Erneuerbare Energien ist ein Thema gerade in der Branche. Mhm. Es gibt immer mehr Hersteller, die sagen, wir setzen auf erneuerbare Energien für unseren Duft. Sie wissen, was erneuerbare Energien sind, also. Nachwachsende Rohstoffe. Genau. Genau, das ist halt die Sache, wo ich einfach ehrlich sage, da muss man drin investieren, ja, das ist gut und da muss man auch beim Duft dran denken. Das darf man da nicht vergessen, das fühlt sich viel besser an. Mir fällt jetzt ein tatsächlich, ich quatsche hier die ganze Zeit, ne? Ich muss los. Sie werden, ja, ich muss aber leider, ich sag's Ihnen jetzt einfach, ich muss zu Michaela Schäfer. Sie kennen die? Die hat Stil. Die hat nicht nur Stil, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die hat Klasse. Ich gebe Ihnen jetzt ganz kurz hier mal, ich weiß gar nicht, ich gebe Ihnen 50 Euro. Kaufen Sie was bei den Kollegen. Ja? Für was? Ja. Da können Sie mal drüber nachdenken. Michaela!